Hallo, willkommen zu einer neuen Runde Weckerwellum live. Let's go, direkt rein in die Action. Eben eine Doku gesehen aus dem Jahre 2000 über die Bundeswehr. Da ging es tatsächlich um Frauen bei der Bundeswehr. Das war ganz interessant. Die haben nur gefilmt, wie halt der Alltag in der Ausbildung war. Der Ausbilder hat sie nicht mehr reinbekommen. Der war sehr unzufrieden mit der Performance der Mädels. Lange Haare, Haarspray, können nicht laufen, keine Liegestützen, gar nichts. Er hat dem einen Ausbilder sogar befohlen, nehmen Sie den Rekruten und bringen Sie ihr bei, wie man Liegestützen macht. Ich weiß nicht, ob das eine Formfrage oder eine Kraftfrage eher war. Wie kann man Kraft beibringen, dachte ich mir in dem Moment. Aber das war auf jeden Fall lustig von beiden Seiten. 2000 war ein bisschen mehr Macho, keine Frage. Aber der Zustand der Rekruten war auch, also auch bei den Jungs, muss man sagen, die dabei waren, es war gemischt, ne? Es war auf jeden Fall witzig zum Ansehen. Ich glaube, da war ich auch beim Bund zu der Zeit, aber so schlimm kam mir das nicht vor. Weil ich so auf Wachbataillon, man sagt ja, da werden die Jungs geschickt, ein bisschen fitter vielleicht sind, aber trotzdem, ne? Es kann ja in der normalen Einheit nicht so sein, dass die Leute keine Liegestützen konnten, oder? Ich habe jetzt keine Vergleichsmöglichkeit da. Ich war ja, ne, wie gesagt, bei Wachbataillon, aber wenn ihr beim Bund wart, ja, konnten die echt keine Liegestützen, die Leute, die herumliefen, reihenweise, nicht als Ausnahme, sondern reihenweise. Also, das ist aber lustig zum Angucken, die Doku. Da haben wir noch geraucht auf Stube und solche Geschichten. Das ist natürlich auch witzig zu sehen. Ja, das gäbe es natürlich heute bestimmt auch nicht mehr. Kann ich mir nicht vorstellen. Da bei uns war, mussten die Raucher vor die Tür gehen damals, wenn ich mich richtig erinnere. Also, wir hatten Stuben mit und ohne Raucher, wenn ich mich richtig erinnere. So rum war das. Alles schon was her. So, ich habe mir den Mustangs heute getestet. Ich habe getestet, was am schnellsten Gegner wegräumt. Mustang, Arclight, ne? Flammenwerfer und so weiter. Flammenwerfer ist für Massen gut, ansonsten genauso schnell wie Mustangs und Arclight. Und also es kommt darauf an, was man als Upgrade ausgibt. Bei den Upgrades bei Mustang hat man das hier, ist natürlich für massiv besser als Schaden oder Reichweite, um Kleinvieh wegzuräumen. Und der ist natürlich mobiler unterwegs, macht Luftwaffe und so weiter. Ne? Kostet natürlich auch ein bisschen mehr als ein Arclight, aber ich habe das Preis-Leistung getestet. Also zwei Arclights mit Reichweite räumen genauso schnell Leute weg wie der hier mit diesem Upgrade. So, schön dahin geht's. Irgendwie lauter als sonst. Ja. Ich brauchte eben Untertitel bei dem deutschen Video, in dieser Doku auf YouTube. Weil ich weiß nicht, aus welchem Raum die kamen, aber die hatten alle Dialekt, alle. Aber Hardcore oder Akzente, oder wie sie das dann schimpft. Aber ich brauchte echt Untertitel. Aber ich glaube, die eigene Familie haben nicht verstanden, dass sie nach Hause telefoniert haben. Da mussten die teilweise auch dreimal am Telefon das gleiche wiederholen, damit die eigene Familie versteht, was sie berichten. Das scheint auch da ein Problem gewesen zu sein. So, wir räumen Kleinvieh ganz gut weg, wir tanken ein bisschen. Dann schießen wir das jetzt hier ab. Das ist so der Klassiker, denke ich mal. Wenn ihr den auf dieselbe Linie hier stellt, diese Linie hier, also vom Headquarter, und da oben ist ein Satellit, dann wird der nicht sterben, wenn der den Satellit auslöst beim Hochlaufen. Das gilt auch für Artillerie und andere Sachen. What's it? Ich habe das Gefühl, dass das ein Fang-Spam werden kann mit einer kleinen Abwandlung zu dem normalen Variante. Also was es auch immer wird, das, was da jetzt steht, ist eigentlich schon, der schreit förmlich nach Artillerie. Dann muss man gleich halt nur gucken, ob er Einheiten verkauft. Dann verkaufe ich die entsprechend auch. Aber ich hole jetzt erstmal Artillerie. Ihr könnt es jetzt auf die harte Tour auch machen wahrscheinlich. Mustangs und Upgrades ausgeben und so weiter. Aber warum schwerer machen als sein muss. Und spätestens, wenn dann her die Schilde kommen, habt ihr dann das Nachsehen. Also die Artillerie ist ganz gut. Ach, der Feldwebel, glaube ich, war eben der Doku. Ich komme immer nicht drüber hinweg. Der meint, am liebsten würde sie alle rausschmeißen. Der war witzig, der Mann. Ich habe immer wieder gefragt, ob der Armee das wirklich einen Nutzen hat, dass die halt so ein bisschen einen auf hart machen, die ganzen Ausbilder. Das ist ja immer sanfter geworden mit der Zeit. Früher war das ja sicher noch härter. So von wegen, ne, auf die Härte des Krieges vorbereiten und sowas, ob das das Grundkonzept ist. Oder ob es vielleicht manchmal sinnvoller wäre. Dings zu machen. Alles ein bisschen professioneller im Sinne von, ne, auf Sportverletzungen achten und sowas mehr. Ja, die Leute vielleicht nicht weniger anbrüllen und dafür mehr anleiten und so weiter, sodass die Leistung halt einfach besser wird, schneller. Ne? Was besser ist, das eine geht, glaube ich, weniger auf die Psyche, aber dafür hat man eben leistungsfähigeren Soldaten oder so. Da bin ich mir selber nicht sicher, was da die beste Antwort ist, aber das habe ich mir eigentlich schon immer gefragt, auch damals. Ich weiß noch, als ich beim Bund war, habe ich mir ein bisschen mehr Härte tatsächlich gewünscht.
Full Metal Jacket gesehen von der Ausbildung und mir gedacht, cool, jetzt geht's zum Bund, jetzt wird es alles ne, interessant und witzig und so. Und dann war ich ein bisschen schockiert davon, wie human das da war, ehrlich gesagt. Ich meine, ich wollte kein Full Metal Jacket, keine Frage, aber ich habe mir schon gedacht, das wäre ein bisschen mehr Abenteuer. Wenn man jung ist, will man das ja so ein bisschen, ne? Soll die richtig aufgestellt, soll an die Panzer zuerst schießen. Also, das ist jetzt ein bisschen, ja, der passt sogar noch, aber hier vorne passt er nicht mehr rein, ne? Ich bin jetzt kein Verfechter von diesem horizontal aufstellen. Huch, der ist größer geworden. Okay, aber das werden die Schildstrategie, das nimmt in der Art ja gut dabei. Ja, ist jetzt die Frage, ob ich tatsächlich den Mustang vielleicht verkaufen will schon, um einfach in der Adrien ganz heftig zu investieren. Und dann eben die Modelltank-Frage, also dass wir wirklich Fangs einfach jetzt auch dazu packen. Also Artillery, Doppel-Upgrade, Fangs dazu, mal sehen. Ich meine, jetzt hat es ja auch geklappt und da lasse ich die erstmal auf dem Feld, dann habe ich ja noch die Luftabwehr auch gut dabei. Ich glaube zwar nicht, dass da was kütt, aber gucken wir uns das mal an. Ach, Bundeswehr, da könnte man wieder Geschichten erzählen und Erfahrungen austauschen. Das mit dem meldet sich ist auch immer gut, dass man dritter Person von sich selber redet. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber so Klassiker halt, ne? Oder dass man nicht zwei sagt und so und immer fragen, ne? Zwei, zwei, zwei. Naja, so kriegt ihr aber schöne Item hier mit dem Berg, obwohl das nicht stackt, ne? Der Hawk hat mich jetzt nochmal drauf hingewiesen. Weil es so aussieht, ob es stacken würde, aber macht es tatsächlich nicht. Wenn man noch kein Schild hat, kann ich jetzt alle abbrennen. Ich muss aber selbst aufs Feuer aufpassen. Ich mache aber das ja für die Artillerie. Also den hämmern wir dann den Freund. Den Rhino, den kann man tatsächlich dagegen gut anwenden, wenn da keiner vorsteht. Kann sein, dass er genau diese Runde jetzt einen kauft. Wir gucken mal, da ist Platz für einen. Ich wäre gewillt, das jetzt einfach mal eine Runde zu machen und verkaufe den dann nächste Runde. Ist ja jetzt kein Riesendrama. Das eine Scheiße hier. Der Marksman steht halt im Weg. Ja, kein Freund davon, aber dann machen wir es halt so. Okay. Ja, hier ist jetzt die Modelltank-Frage. Also ich glaube, ich versuche das mal mit den Fangs, weil ich das auch mal testen wollte. Die stellen sich dann jetzt einfach hier langsam auf. Ist die Frage, ob der weit genug nach oben laufen kann. Ich denke ja. Obwohl der Satellit da reinkracht. Ja, bonjour. Und jetzt gibt es eine auf die Nuss. Naja gut, dann doch nicht. Zack, der Feuersupport war da zu viel. Also eigentlich sollte ein Level 2 Rhino-Ding, glaube ich, besiegen im Nahkampf. Aber ich vermute mal, dass die Fangs nochmal, die da noch ein bisschen was dabei getragen haben. Ja, muss ich nochmal testen. Ich glaube, dass er den besiegt normalerweise, aber hat jetzt nicht so ausgesehen. Vielleicht habe ich auch Rage im Kopf gehabt dafür. Ich verkaufe den jetzt gleich. Aber man sieht eigentlich jetzt schon, dass das gegessen ist, das Ganze. Einfach Artillerie geholt, dann war das Spiel vorbei, könnte man sagen. Ja, bisschen Geld machen, sicher. Und jetzt wird das natürlich astronomisch stärker, das Ganze. Feuerrate raus. Eine Runde das rausgehen, wenn die Reichweite stimmt. Und ja, mehr Modelltanks, ne? Also klar geht es da jetzt Konter zu, ne? Aber die meisten Leute, die bauen da ja jetzt diese Fangs weiter und geben die Upgrades aus und die Dinger und mit den Schilden und so, die müssen ja eigentlich so ein bisschen auch da drin bleiben, muss man sagen. Weil wenn die es nicht machen, dann haben die ja, wo der auch schon Flanken gelaufen müsste eigentlich, was ein bisschen schwierig in so ein Ding steht. Wenn die das nicht machen, dann sind ja die anderen, also die werden ja nur dadurch stark, dass man das Ganze stärkt, ne? Wegen Synergieeffekten. Von daher ist es sehr schwierig, da jetzt einfach mal eine Artillerie zu bauen, die hier in den Blob schießt, ne? Für ihn. Genau. Werde den Faustanzug vergeben, das heißt, wenn die Schäden nehmen, dann boxen die alles weg. Aber dafür war ja die Fang-Geschichte, ne? Dann mache ich mehr Fangs und gebe vielleicht die Schilder aus, dann überleben die den V-Schlag. Weil jetzt wird der wahrscheinlich in die Artillerie reinhalten. Mit der Reichweite ist eh witzig, die tragen die Raketen jetzt zum Gegner. Aber jetzt ne, macht er natürlich sein Ding ein bisschen. Die schießen jetzt gleich ihre Bullets. Scheint aber trotzdem nicht zu reichen, noch nicht einmal. Na gut, aber dann hat er natürlich keine Schilde, ne? Also setzt jetzt zu 100% auf Schaden und kann nur hoffen, dass kein Fang oder Crawler in dem Moment vor ihm steht.
ist jetzt etwas, wo ich leicht Spielverderber sein möchte. Aber ich glaube mal, der hat die Gefahr erkannt, ne? Weswegen der jetzt abgewichen ist von der Standardstrategie. Quad hat das überlebt. Der Standard wäre jetzt Schilde auszugeben bei ihm, also die Barrier. Ich denke, dass das wie die Steeball-Rush-Strategie ist. Die wird sich einfach ja von selber auflösen, ne? Also, weil, ne, ist halt so. Das macht ja keinen Sinn, das zu spielen, wenn alle die Counter mehr und mehr dagegen entwickeln. Ich überlebe da oben auch noch den Satellit, das ist besonders angenehm. Bisschen Platz zwischen den Freunden lassen. Ja, Finisher Move. Haben wir eine Reichweite dran? Huch. Das war jetzt nicht durchdacht. Jetzt sehen wir 50 Punkte. Es sei denn, ich will halt irgendeinen Loot verkaufen, aber genau das möchte ich wahrscheinlich nicht. Ja, das war jetzt nicht so durchdacht, aber das ist auch okay. Da hat zwei Nirvana stehen. Ist natürlich auch sehr angenehm, dann können die länger tanken. Da ist halt die Frage, ob ich schnell genug Schaden an denen mache mit den Raketen. Das sieht nicht so aus, weil ich kriege immer noch die Schüsse ab. Bam, bam, bam. Links hat es gereicht. Man hat jeder zwei Schüsse von denen. Da kann schon eine Menge wehtun. Also rechts ist er dann zum Beispiel durch damit. Also vielleicht dreht sich das jetzt mal. Mal sehen, ob ich gleich mehr Fangs. Ich habe das mit den Fangs noch nie getestet, ne, ob das funktioniert. In der Theorie müsste das eigentlich gut wegen den Schilden gut klappen. Ich denke ein bisschen davon ab, wie schnell die gegnerischen Fangs die wegpusten. Er hatte ja auch Schaden gemacht, also Normalschaden besser als Verteidigung. Das muss man jetzt, glaube ich, sich mal anschauen. Mal sehen. Alle haben aufgelevelt, die drei Knirl. Ja, go go. Wobei der Charge Shot natürlich die Dinger jetzt ausmacht. Also, das ist natürlich auch ein Traum. Ich brauche die Raketen dann auf beiden Seiten. Jetzt muss ich nur irgendwie überleben. Irgendwie. Ich würde immer noch gerne einen Finisher-Move machen. Ist jetzt ein bisschen risky, was ich hier mache. Steht dann auch schon sehr weit vorne. Wir stapeln jetzt einfach die Schilde, bis das funktioniert. So. Und dann gucken wir halt mal. Hat immer noch kein Schild. Na, dann müsste es jetzt durch sein. Und aus der rote Knopf. Was? Warum ist der noch an? Der ist doch aus. Ach, der leuchtet noch rot. Okay, das heißt, er ist noch geladen. Also, sie sind aus. Die schießen nicht mehr. Das Item war natürlich sehr glücklich, muss man sagen. Ich habe. Jetzt ist links irgendwie durch. Okay, wegen der Flanke. Ja, ich habe kein EMS mehr drin. Ich habe tatsächlich eben noch eine Runde gehabt. Da habe ich diese beiden Sachen auch gebraucht. Also, ne, man braucht die beiden gegen was ihr gerade hier seht. Und die beiden braucht man, wenn man diese Long-Range-Duelle in aller Regel macht. Und da ist EMS im Moment ein kleines Problem. Ja, die Frage ist halt, ob das jetzt wirklich mit dem Fang funktioniert, weil ich habe ja mit dem Item das jetzt ausgemacht. Oder ob ich noch irgendeine EMS-Option reinpacken muss. Es gibt halt nicht genug Fähigkeiten zum Einpacken, das ist halt das Hauptproblem, ne? So, Schaden. Hat an die Seite jetzt geschossen. Ja, aber in der Regel sind die ganz gut dabei. Also. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gegen Fang-Strategie verloren habe. Das passiert sicher nochmal ab und an, aber im Moment ist es eher einfacher als schwerer. So, ab in die nächste Runde. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, jetzt wo ich bei meinem Elo so abgestürzt bin, ich war ja ursprünglich 2300, ist, dass ich weniger Einheiten-Spam mache. Seit das eigentlich angefangen hat, der Absturz. Also ich weiß nicht, ob es da jetzt einen Zusammenhang gibt oder es nur Zufall ist, aber das war der große Unterschied, ist mir jetzt aufgefallen bei meinen Replays. Ich stelle einfach so wenig Einheiten her. Und ich hatte natürlich eine Zeit lang mit dem Fang-Spam Probleme. Das hat mir auch eine ganze Reihe von Spielen verloren. Mal gucken, wenn ich jetzt mehr spamme und den Fang-Spam im Griff habe und meinen eigenen Fang-Versuch nicht nochmal wiederhole. Vielleicht hilft das ja ein bisschen, das zu lösen jetzt alles. Mal sehen, wo die Reise hingeht. Im Moment ist, glaube ich, eben Elo viel unterwegs, Veränderung. Das sagen zumindest immer wieder Leute, wenn man das irgendwie liest in den Kommentaren.
Ja, wir machen das mal mit dem Mustangs. Ich habe die halt, wie gesagt, jetzt als Modelltank-Killer, ne? Wollte ich mal testen. Und es tut halt viel Mikrovektoren. Ich habe eigentlich mit Mustang eher schlechte Erfahrung, aber es löst halt viele Probleme gleichzeitig, ne? Ihr tut die Modelltanks töten, ihr habt die Flugabwehr, ihr habt die Flanke geschützt und ich habe ja oft ein Zeitproblem und dann löse ich halt viele dieser Zeitproblemmechaniken, ne? Sehr, also gleichzeitig, ne? Viele Probleme, die ich mich nicht kümmern muss, sozusagen. Das ist im Moment die Idee. Deswegen in die Reise geht dann dahin. Also der Crawler-Vorteil ist, dass der splitten kann, wenn ich den jetzt holen würde als Modelltank. Das ist dagegen, was da steht, null Vorteil. Der Vorteil vom Crawler sonst wäre, dass der gegen Crawler sich behaupten kann, was er Fang nicht kann, und dagegen sich behaupten kann. Preis-Leistung besiegt den Mustang. Was in der Realität nicht passiert, weil irgendeiner den immer auffällt, dann wird der trotzdem vom Mustang abgeknallt. Und da überlege ich tatsächlich jetzt mit dem Fang zu arbeiten. Modelltank. So, wenn ich jetzt hier mit den Marksmann in die Mitte locke, dann ist das keine gute Idee. Also der da muss weg, ne? Ich will die an die Seiten haben, wo die Jungs sind. Dass so die Reise hingeht, hoffentlich. Jetzt ist natürlich die Frage, wo wird er die gleich hinstellen bei sich? Wahrscheinlich auch da und da. Nur, dass ich halt genug Zeit brauche hier hinten. Dürfen nicht vorfahren. Wenn ich zu spät komme, habe ich aber auch ein Problem. Genau, da stand er auch. Die meisten würden jetzt Reichweite ausgeben, aber ich habe was im Simulator getestet. Also Reichweite ist das schlechteste Modell, Tanks zu töten von Reichweite-Schaden oder Flächenschaden bei den Mustangs. Ja, das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert. Aber ich sehe schon, dass ich mit Flächenschaden alle Probleme gleichzeitig lösen könnte. Vom Mustang, also einen Mustang und Flächenschaden. Das kostet mich dann 300, 400, passt genau, ne? Das könnte dann schon alle Probleme gelöst haben. Ach, das ist natürlich auch mal nice, aber da müsste ich einen Beacon holen, dann hält das nur eine Runde. Aber es ist halt auch so ein Economy-Ding, ne? Da könnt ihr halt mehrere Sachen am Anfang gleichzeitig machen. Und ich verkaufe die ja danach. Also ich glaube, was ich eben gesagt habe, wäre besser gewesen, aber ich mache das jetzt, einfach um das auch mal vorzuführen. Man holt halt zwei von denen, man holt den Beacon, man lässt die eine Runde Spaß haben. Dann muss ich gucken, von wo die kommen. Ja, das müsste eigentlich so, dass sie nicht zu früh in die Mitte fahren. Dann hat eine Runde Spaß und dann verkauft man die jede Runde, um das Geld mitzunehmen. So. Und dann kommen die zum Headquarter in aller Regel. Ist jetzt wieder ein bisschen schicki damit, aber deswegen klappt es auch oft, weil da keiner mit rechnet. Nächste Runde kommt dann hier die Konter. Und dann könnt ihr halt gucken, dass ihr das irgendwie verkauft langsam. Oder halt wegportet und so weiter und von hinten kommen lasst. Aber diese Runde ist dann natürlich unangenehm. So, weil er so nett war, helfe ich deine Reiter auch aus mit auch nett. Also diese Seitensatelliten, die klappen in fast jeder Runde, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht genau, warum die Leute die ignorieren. Also ich halte es für gefährlich, das zu ignorieren. Der hat jetzt 400 Punkte, über 400 Punkte verloren, oder? Na gut, der Rex hat vier Mustangs überlebt. Aber die Wespen brauchen ein bisschen länger fürs Headquarter. Egal, die Flugabwehr ist fast tot. Könnt ihr noch die drei Mustangs da rechts abknallen, bitte? Ja, das war jetzt nicht so schön, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich habe mit der Wespe wahrscheinlich übertrieben. Das ist noch von mir ein neuer Move, den so hochzuziehen. Und den hätte ich wahrscheinlich hier loslassen können oder hier schräg rüber. Dann hätte ich noch mehr Leute gehabt. Egal, durch ist durch. Leider hat mich das 100 Punkte gekostet, also die Runde hat sich nicht gelohnt. Aber jetzt verkaufe ich die Wespen wieder jede Runde ein und dann kriege ich ein bisschen was zurück. Ist kein super lukratives Geschäft am Schluss, keine Frage. Und das Gegenteil von dem, was man eigentlich, was ich wollte, damit mehr Spam, aber. Ich wollte es einfach mal zeigen, weil eigentlich klappt das relativ gut, auch wenn das jetzt gerade nicht optimal getimt war von mir. So, wenn er dann Mustang hinstellt, dann wäre das natürlich nice. Ich überlege halt jetzt, ob ich das tatsächlich so machen kann, dass er sich da oben durchhackt und dass wir die Vögel. Aufpassen, wo man den droppt.
Zusammen könnten die das ja tatsächlich schaffen, ne, da oben. Satellitenmäßig ausweichen. Genau, fahr dir mal ein Stück entgegen. Einen mache ich trotzdem nochmal da links. Ja, jetzt müssen wir uns um die Haupttruppe kümmern, also Scheiße vom Gegner wegräumen, Schritt Nummer 1. Und dann brauche ich gleich noch Crawler, weil das hier im Modelltank-mäßig nicht klappt. Mach ich mal das eins am anderen. Welche Höhe bist du, mittig? Und auch ein bisschen mit. Machen wir eins am anderen. Genau, das sind die Mustangs. Der übertreibt natürlich ein bisschen für die Wespen. Also, ich verkaufe die ja gleich. Jetzt könnte man schon was überlegen, Panzer zu holen. Aber sehen. Also, wichtig ist halt, dass meine Mustangs seine töten, weil ich Flächenschaden mache. Das muss man einfach nochmal sagen. Das klappt, glaube ich, ganz gut. Ja, gut, also mit dem Wespen, Mustang-Spam habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber die Wespen sind ja eh geplant zu verkaufen. Schuss, Schuss, tot. Gut, es leben noch zwei Mustangs. Ach, das war natürlich nicht schön. Naja, ich sag ja, also ich hätte das mit dem Westen wahrscheinlich machen sollen. Ich habe es ja eben schon angekündigt. Aber ich konnte nicht widerstehen. Die einfachste Lösung wäre jetzt Feueradlerie zu holen. Das kontert die Artillerie und die Mustangs und einfach alles, was auf dem Feld ist, gleichzeitig. Das werde ich jetzt wahrscheinlich auch versuchen, in der Hoffnung, dass das klappt. Genau, das bringt ja jetzt, glaube ich, nichts mehr. Die sterben nicht rechtzeitig daran. Richtig gestellt. Okay. Artillerie. Erst Reichweite ausgeben und dann Feuer. Ja. Machen wir direkt Feuer. Dann können wir da schon mal anzünden auf der Seite. Ja, ist ja gleich mit Reichweite. Ist ein bisschen schwierig. Ich muss gleich nochmal einen Crawler an die Front bringen, der das alles macht. Also ist noch nicht die perfekte Aufstellung mit Sicherheit. Diese Runde wird vielleicht noch ein bisschen schmerzhaft, aber wenn ich Reichweitenfeuerartig gleich habe, dann bin ich sehr gut dabei. Hätte der theoretisch auch. Und dann ist halt die Frage, ob der Modelltank schneller tötet. Und dann bin ich mit meinen Mustangs, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Die Frage, ob er das mit denen auch noch machen will oder sich auf die Arclights verlässt. Er hat schon eine Menge Modelltank-Killer. Wir werden jetzt wahrscheinlich vergleichbare Mittel verwenden und dann schneidet der ab, der es halt ein bisschen besser aufstellt. Wobei ich jetzt den Nachteil habe, dass ich erstmal zwei Runden zurückliege bei diesem Spiel. Die Wespen räumen auf. Zumindest links. Feueradler ist immer so eine Sache, ne? Da sind immer so viele Lücken, dass jeder durchfährt, habe ich manchmal das Gefühl. Da gibt es nur eins, genug von holen. Ja, die zwei Mustangs sind ein bisschen störend, sonst hätte ich das jetzt wieder. Ein bisschen Glück levelt er die Mustangs, weil ich glaube, das bringt tatsächlich gar keinen Nutzen in dem bevorstehenden Duell. So, jetzt Adri ablenken, mehr Adri ausbilden und dann sind wir dabei. Upgrade sehe ich jetzt nicht am Himmel, Schaden braucht man gegen den Gegner nicht. Den einen Ablenkungscrawler und jetzt die Artillerie. Und dann auch nochmal die Reichweite. Und wir verteilen jetzt hier gleichmäßig Raketen. Kriege ich alle Artillerie davon? Ja, einen Teil kriegt man. Dann bin ich aber, glaube ich, da, oder? Dann lasse ich denen ein paar und laufe hier rum.
So, gut, die haben Level 2, da müsste man jetzt auch mal nachhalten bei dem. Ansonsten will ich aber nichts aufleveln, also den soll der zum Beispiel abknallen. Da sehe ich jetzt nichts am Horizont. Schild ist immer so eine risky Geschichte in der Art drin, da wird das ein teures Unterfangen unter Umständen. Also nochmal eine Rakete drauf. Ich mache mal ein Schild hier defensiv. Satelliten möchte ich jetzt nicht unbedingt wegschmeißen. Für den links wäre es okay, dann liegt da Feuer für den da. Ich habe mir Einkommen, ne? So, Feuerchen wird verteilt. Ja, das liegt manchmal komisch. Hier ist nämlich komplett durchgelaufen. Jetzt kommt aber Feuer ins Center, mal sehen. Brenne. Jetzt zwei, drei Stück die ganze Salven fressen. Das ist immer so anstrengend. Naja, und nächste Baustelle ist wahrscheinlich mal Modelltanks mehr holen. Und da müssen wir jetzt gucken, was wir daneben wollen, der Modelltanks. Ah, das Schild da rechts. Es ist aber gleich weg für 100 Punkte, leider. Trotzdem erstmal ein Sieg. Also es hat gewirkt, offensichtlich. Auch wenn das Schild leider weg ist und ich hätte es nicht gebraucht zum Gewinnen. Ja, ich habe mehr Einkommen. Ich krieg 50, krieg 150. Ja, Missile Strikes natürlich immer nice. Würde wahrscheinlich schilden auf der einen Seite. Bei dem Upgrades gucke ich mal gleich, ob wir das wirklich brauchen. Bei denen ist okay, die töten die Crawler schneller. Also das kann man, glaube ich, schon verantworten. Da kann ich sogar Reichweite nachher ausgeben. Ja, ich bin fast versucht, Panzer zu bauen oder vielleicht sogar Steel Balls. Hat da hinten schon so ein paar Marksmen stehen. Sonst einfach mehr von denen und ein bisschen Modelltanken damit. Ist jetzt kein Traum mit Sicherheit, aber gucken, dass das ein bisschen Modelltanken. Ja gut, ich habe das Geld gerade über. Artillerie dabei. Die Lücken schließen sozusagen. Zeit über, Geld über. Ja, also wenn ich das Geld über habe, dann geht mein Level aus. Für die sehe ich das jetzt nicht. Tötet man die am Rand nochmal schnell. Hab das Geld ja gerade. Gar nichts geschildert, okay. Und Schritt, ja, die Firma dank. Ah, der Raketenabwehr geholt, okay. Das ist ungewöhnlich. Aber ich habe so viele Raketen, das sollte kein Problem werden. Diese Runde fehlt natürlich ein paar Raketen, aber dann gebe ich ja gleich Feuerrate dazu. Müssen wir mal gucken, ob ich die brauche, wirklich die Feuerrate. Die können ja gerne näher kommen, die Gegner, aber wahrscheinlich mache ich es mit Feuerrate. Ich gucke es mir gleich mal an. Ja, diese Runde wieder fehlt Artillerie und das kommt ein bisschen überraschend. Es kann durchaus sein, dass es mal klappt. Ich würde aber nicht drauf setzen. Man sieht schon, wie die sich jetzt auflösen langsam, die Leute. Also Feuerrate erhöhen würde die Reichweite der Artillerie reduzieren. Und wie man hier sieht, ist das gar nicht mal so unwichtig mit der Reichweite. Es wäre aber auch nicht das größte Drama, das jetzt zu machen, einfach um die Raketenabwehr komplett rauszunehmen. Und die sind ja dann noch länger bleiben die ja stehen, noch langsamer töten die meine Modelltanks, ne? Noch länger ist die gegnerische Artillerie dadurch dann abgelenkt. Und da glaube ich, dass das echt eine Maßnahme sein könnte. Aber es hat der Schilde. Incendiary. Ja, mal gucken, ob er jetzt schilden möchte. Also bin ich für zu haben, für die Idee.
Gucken, ob wir da was kriegen. Ja, natürlich bei mir dann entsprechend auch schilden diese Runde. Sonst kann das eine sehr heiße Runde werden. Dino Drop wird beim Gegner wahrscheinlich nicht so viel auslösen. Okay, also Feuerrate. Und dann einfach mehr Artillerie, dann hat er unendlich viele Raketen vor sich. Ich sage ja immer, kann man nicht genug haben, so eine Raketen, ne? So. Das dauert halt jetzt einen Moment, bis sie da treffen auf der anderen Seite. Ja, es lohnt sich nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht irgendwelche Sperenzchen machen kann mit Kaufen, Verkaufen und Wespe und so weiter, ne? Aber nee, ich glaube, das lohnt sich nicht. Ja, also Raketen gibt es jetzt, glaube ich, genug. Feuer entsprechend auch. Der Rhino von hinten ist ja ganz witzig, der läuft jetzt einfach durch. Ein schöner Anblick. Ja, mit den Schilden war ein bisschen teuer diese Runde. Ich habe, glaube ich, drei Schilde jetzt eingebüßt, der Gegner zwei. Also 100 Unterschied, wer das damit jetzt richtig überschlagen hat. Und das natürlich unangenehm. Javelin. Weiß nicht, ob sich das so hart lohnt. Ja, Adri aufleveln wäre gegen die Schilde gut. Und gegen die Adri, also Level 2 Adri ist okay, Level 3 würde ich jetzt nicht mehr machen. Wir töten weiter die kleinen Viecher überall. Hat er gar nicht so viel von, ne? Weil ich in Reichweite gebe, überleben die das vielleicht länger. Ansonsten gerne mal Crawler zur Ablenkung. Die sind da jetzt gut beschäftigt da hinten immer. Und falls mal ein Satellit kommt, dass man mal so einen Vorsichtscrawler hat, ne? Das glaube ich auch ganz nice. Ist die Frage, ob ich durchs eigene Feuer das überlebe, aber ich bin mal gewillt, das zu versuchen. Seine besser wegräumen. Ja, 500 Punkte, Reichweite und mehr Truppen, mehr Artillerie. Einfach rein da. Da ist noch Platz. Na gut, dann knubbeln wir da so ein bisschen, gerade nichts anderes zu tun für die. Wespenspawn will er machen. Im Moment würde ich sagen, dass die Wespen instant alle sterben und die Schlachtschiffe aus der Luft pflücken. Also mein Verdacht wäre, das wird mich jetzt eine Runde nach vorne bringen, dass er das geholt hat mit den Overlords. Sicher weiß man natürlich immer am Schluss der Runde. Und jetzt die Crawler, die mal beobachten, ob das sich gelohnt hätte. Ich habe keine Luftabwehr mehr, doch da rechts. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen mit den Dingern da. Also die sterben schon, aber meine Fangs hier, meine Dings hier gestorben, die Mustangs, ne?
Und von daher wird es mit dem Westen ein bisschen fies. Also da muss ich in der Luftabwehr ein bisschen gucken. Rechts hat es gereicht, aber links nicht. Müssen nur die und der da sterben, dann ist der ein Problem. Nicht durchs Feuer. Einfach mal stehen bleiben. Das mit dem Debuff ist auch nicht gut. Ah, ich habe zumindest ihn im Visier. Jetzt wird's super knapp. Och. Scheiß Headquarter. Naja. Sieht aber gut aus, Fragezeichen. Und Stück. Und Stück. Ah, geht doch. Okay, also da müssen wir uns nochmal drum kümmern, um das Flugabwehrproblem. Ich vermute mal, dass sie auch jetzt mehr von dem machen wird. Weil es einfach jetzt relativ gut bei ihm geklappt hat. Das heißt, ich mache da jetzt auch mehr von. Sonst tötet die halt keiner in der Luft. Die Schlachtschiffe. Kann auch von ganz hinten dafür kommen. Reichweite. Da Schilder anbringen. Ja, sonst level ich die nochmal auf, um die gegnerischen Schilde wegzuhauen. Der rechts ist nicht unbedingt, weil da die Raketen zu sehr abgefangen werden noch im Moment. Das war jetzt Pech gewesen. Extremes Pech. Da hätte ich nochmal 100er ausgeben müssen wahrscheinlich. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Das ist, also das könnte mir jetzt sehr wehtun, dass gerade die beiden Einheiten fehlen. Ja, wie gesagt, er hat jetzt die Schiffe da, ne, verdoppelt. Und dann war gerade der nicht unwichtig zu haben. Ich habe jetzt Gott sei Dank zwei neue gekauft und das Item vergeben. Aber das war, glaube ich, unangenehm zu verlieren. Das ist so dieser typische Fehler, den ich oft mache, dass ich einfach übersehe, solche Kleinigkeiten. Ne? Ich hatte ja, also Geld wäre jetzt nicht das größte Problem gewesen. Ich hätte einfach nochmal Schilde ziehen können. Sehr, sehr ärgerlich. Ist ja auch die Modelltanks in der Mitte töten, ne? Dass sich die Adlerlänger da drauf halten. Vielleicht laufen die halt hier zu mir rüber, statt dass ich die Raketen auf seine Seite gleich schieße. Also das war brutal schlecht für mich. Aber sieht gar nicht so schlecht aus, wenn ich das angucke im Moment. Also trotzdem im Center sieht man die Schwäche. Ich bin tatsächlich fast überlegen, ob ich jetzt auch Anti-Raketen... Ich habe das gar nicht drin. Also hier konnte ich nämlich andere Raketen lohnen, nicht weil ich die Raketen abfangen will, sondern damit die einfach so verzögern, dass sie nicht in der Front von der gegnerischen Artillerie getroffen werden. Das nur zum Verlangsamen, nicht zum irgendwas anderes machen. Aber ich habe es nicht drin. Dafür könnte ich es tatsächlich jetzt hier lohnen. Okay, aber es läuft ja im Moment. Es läuft, ja. Ein Strike-Spezialist. Kann die nicht porten, dann hätte ich jetzt Angst gehabt. Ich glaube nicht, dass ich da rein striken möchte bei ihm. Ja, also er schildert ja jede Runde, von da machen wir das jetzt hier vorne. Mehr Marksmen wären gut, weil die den Kill in der Luft machen. Obwohl der ja gar keine... Ja doch, er hat Flugabwehr. Ich glaube, ich mache lieber Phoenix über Reichweite. Dann kriege ich vom Geld jetzt einfach mehr raus. Fähigkeiten hat er diese Runde noch keine, ne?
Könnte aber trotzdem Finisher-Move werden, aber ich kann eh nichts mehr ausgeben. Ich kaufe jetzt einfach Schilde dafür. Ganz viele von den Dicken. So, die Welt brennt. Also ich sehe nicht, was er mit dem Wespen anstellen möchte. So wie ich das im Moment sehe, schießen meine Mustang die instant alle ab. Gegner hat auch Feuerartillerie, ne? Das spüre ich jetzt gerade. Reichweite Feuerartillerie, das hat jetzt meine gesamte Artillerielinie getötet. Und meine Mustangs, das ist halt die große Gefahr. Das heißt, ich muss nächste Runde mehr schilden, damit das funktioniert. Also ich glaube nicht, dass die Overlords ihn nach vorne gebracht haben. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Aber die Feuerartillerie mit Reichweite, die hat ihn nach vorne gebracht, ganz heftig. Glaube ich, gleich eine Frage zwischen den Schilden tatsächlich. Ich weiß nicht, ob man das noch ordentlich Modell tanken kann vom Geld, von dem Rekrutierungsslot, so rum. Die Mustangs, die Phoenix meine ich. Ja, Deployment, ne? Das ist glaube ich ein No-Brainer. Die Frage ist nur, welche Einheiten wir deployen wollen. Die haben jetzt ja ihren Job gemacht, die Freunde. Könnte man noch ein Schild dran packen. Die Bodentruppen sind ja bis dahin alle tot. Also ich wäre geneigt, auf denen drauf zu bleiben. Sind sicher alles geschildet, was da jetzt ist in der Backline. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie was trifft. Warte, ich mache die jetzt hier. Geht es dann um die Masse? Flugabwehr. Ja, oder Schilder ausgeben. Ja, sind schon eine Menge. Ich mache mal Flugabwehr. Nicht die engen Leute töten, wenn es geht. Naja, dann mit dem Beacon, wenn wir da steuern, ist sinnvoll. Ja, muss so klappen. Da geht es halt darum, dass das Feuer nicht da vorne zu früh liegt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt funktioniert. Ich nehme mal eine Reihe von denen nach hinten. Da ich Modelltank mehr gleich habe. Und töte ihn einen. Ah ja, klassischer Move, sieht man auch sehr häufig. Wespen geholt für das Upgrade, die Schilder haben vermutlich. Also Flugabwehr-Upgrade war genau richtig. Feuer ist ein bisschen angekommen, unglücklicherweise. Ja, also meine Flugabwehr ist schon sehr heftig ausgeprägt, ne? Dass er da weiter auf Flugzeuge geht, das hat sich, glaube ich, nicht bezahlt gemacht für ihn. Ich habe trotzdem das Problem mit dem Feuer am Boden. Aber ich habe ja die ganzen Phönix, also das sollte durch sein. Er hat ja nichts, um die abzuknallen. Also mein Eindruck war jetzt auf jeden Fall, dass er das verloren hat, das Spiel, oder jetzt verlieren würde, er hat es verloren. Weil er Luftwaffe gespielt hat, exzessiv. Jede Runde. Exzessiv Luftwaffe und jede Runde wurde es exzessiv von dem Ding hier gekontert, ne? 340 Kills. Ja, also die haben den Boden und die Luftwaffe gekillt, der hat gar nichts gemacht, nice. Aber trotzdem hat er die Schüsse gesehen, also die haben episch aufgeräumt, ja, 300 Kills, dann habe ich das mal gesehen. Also ich glaube, er hat sich da wirklich komplett ein Eigentor gesetzt mit und ich glaube auch nicht, dass dieser Adlerschuss sich lohnt. Das sind nur gegen dicke Targets, da sind ja keine dicken Targets am Boden, ne? Also im besten Fall hätte er wahrscheinlich noch hier Armor rausgeben können, da wir in die Level 2 sind, minimal lange überleben gegen die Luftabwehr. Aber dafür haben wir natürlich die ganzen Phönix im Weg und das da. Also eigentlich,
Glaube ich auch, dass das ein Fehler war. Er hätte Bodenlufterwehr gebraucht. Vielleicht auch mehr von denen spammen. Und damit Reichweite und so. Naja, wie dem auch sei, das hat auf jeden Fall funktioniert mit den Mustangs und dem Spam, ne? Einfach die Masse an Einheiten spielen. Ich sage, da habe ich sehr gute Erfahrungen mit. Ich habe das eine Zeit lang einschlafen lassen. Und ich glaube, dass das durchaus ein Teil der Erklärung ist, warum das so durchwachsen lief die letzten Tage. So, das wäre es auf jeden Fall. Ich bin weg für heute. Ciao, ciao.